Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Thema der Woche Video im Rahmen der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Für diese Woche ist es das zweite Thema der Woche Video und Anlass sind Rückmeldungen, die ich aus den Übungen bekommen habe. Die Übungsaufgaben selber sind jetzt eigentlich alle schon relativ ausführlich auch in der Übung besprochen und auch auf unserer Q&A-Plattform diskutiert worden, was sehr gut ist. Ein Fehler ist an mehreren Stellen aufgetaucht worden, den ich deswegen aufgreifen will, weil es wirklich auch ein absoluter Klassiker ist. Also das ist jeder, der das falsch gemacht hat, ist nicht alleine, sondern dieser Fehler wird extrem gerne gemacht. Und zwar geht es konkret darum, wie man denn Ausdrücke berechnet, wie zum Beispiel Integral 0 bis 2 Pi und dann Einheitsvektor in Phi Richtung d Phi. Wo taucht das auf? In unserem Fall beispielsweise in der Aufgabe 3.2, wenn Sie das E-Feld direkt über die Grundgleichung berechnen, dann kommen Sie auf so ein Integral. Aber dieser Grundtypus, ich habe im Integral einen Einheitsvektor von nicht-kartesischen Koordinaten stehen. Das ist etwas, was eben auch in anderen Zusammenhängen so häufig vorkommt. Und das, was hier als Fehler sehr häufig dann gemacht wird, ist, dass man sagt, naja, hier steht ein Einheitsvektor. Den werde ich ja wohl auch aus dem Integral herausziehen können. Das heißt, man schreibt dann auf, das ist ja dann wahrscheinlich e Phi Integral 0 bis 2 Pi d Phi. Und dann schreibt man weiter, okay, dann ist das 2 Pi mal e Phi. Das ist falsch. Das darf man also nicht machen. Und ja, die Frage ist, warum darf man das nicht machen und was ist daran falsch und wie geht es dann richtig? Was daran falsch ist, sieht man, wenn wir vielleicht erstmal eine kleine Grafik machen. Ich nehme das nochmal weg. Wir machen erstmal eine kleine Grafik. Und zwar schauen wir mal auf ein Koordinatensystem aus Richtung der positiven Z-Achse drauf. Das heißt, hier wäre X, hier wäre Y und Z ist dann auf den Betrachter zugerichtet. Dann ist der Winkel Phi ja immer so definiert, dass ich hier zum Beispiel die Projektion in der XY-Ebene meines Ortsvektors habe. Und dann hätte ich hier den Winkel Phi. Und entsprechend, wenn wir uns den Einheitsvektor jetzt mal einzeichnen würden, dann würde e Phi eben für dieses Phi so aussehen. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine andere Projektion nehme, zeichne das mal hier nach oben an, dann hätte ich eben hier ein Phi-Strich und dementsprechend eben hier ein e Strich oder ein e Phi an der Stelle Phi Strich. Man sieht also grafisch hier eigentlich sofort, dass dieses e Phi eben ein e Phi von Phi selber ist. Das heißt, der Einheitsvektor ist hier abhängig vom Ortsvektor. Das müssen wir natürlich im Weiteren berücksichtigen. Das heißt, wenn wir das hinschreiben, 0 bis 2 Pi e Phi d Phi, dann ist das eigentlich eben ein Integral von 0 bis 2 Pi Einheitsvektor Phi, aber dann eben von Phi d Phi. Und an der Stelle wird natürlich jetzt klar, dass wir das
nicht mehr aus dem Integral herausziehen können, sondern wir müssen es eben jetzt wirklich ausrechnen. Damit stellt sich die Frage, wie rechnet man das denn aus? Und der Schlüssel dorthin ist natürlich, dass ich im Zweifelsfall mir formal nochmal hinschreibe, am Beispiel von e phi machen wir das jetzt, für die anderen Einheitsvektoren geht das genauso. Wie ist denn e phi definiert? Wie würde ich denn e phi formal korrekt ausdrücken können? Das haben wir in einem Thema der Woche Videos, wo es um Koordinatensysteme geht, schon mal gemacht. Und Sie kennen das auch aus der Mathematik. Das ist natürlich nichts anderes als partielle Ableitung des Ortsvektors nach der Richtung, nach dem Winkel phi und das Ganze normiert, weil es ja ein Einheitsvektor ist. Das ist die Definition sozusagen von e phi. Und ja, das können wir uns jetzt konkret natürlich auch nochmal anschauen und machen das parallel vielleicht einmal für Zylinderkoordinaten. Und auch für Kugelkoordinaten. Ja, ganz kleine Skizze, weil das ja im Prinzip bekannt ist, wenn das x, y, z ist und hier ist der Vektor r, dann haben wir bei den Zylinderkoordinaten eben die Länge der Projektion, die nennen wir rho. Wir haben hier den Winkel phi und die Distanz oberhalb der xy-Ebene, das ist nach wie vor z. Und bei Kugelkoordinaten auch noch mal ganz kurz zur Nomenklatur x, y, z. Hier ist der Vektor r, dann nennen wir die Länge r selber. Dann haben wir wieder die Projektion und der Winkel zur Projektion des Ortsvektors. Das ist wieder unser Winkel phi. Und der zweite Winkel, das ist der Winkel Theta, der von der z-Achse gezählt wird. Ja, damit können wir jetzt das Ganze natürlich auch hinschreiben. Wir schreiben zuerst mal hin, was ist denn r? R ist natürlich x mal ex plus y mal ey plus z mal ez. Und jetzt müssen wir noch wissen, was ist denn x, y, z? Ja, und das lesen wir im Prinzip ab. X ist gleich rho mal Cosinus phi. Y ist gleich rho mal Sinus phi und z ist gleich z. In Kugelkoordinaten gilt für den Ortsvektor natürlich zunächst mal dasselbe, x mal ex plus y mal y plus z mal ez. Und wir haben aber andere Beziehungen. Wir haben hier x, das ist nichts anderes als r mal Sinus Theta Cosinus phi. Y gleich r mal Sinus Theta Sinus Phi und z gleich r mal Cosinus Theta. Ja, und jetzt können wir die Ableitungen bilden. Das heißt, wir gehen jetzt in diesen Term hier rein und schreiben die Ableitung einfach hin. Wenn ich also die x-Koordinate nach phi ableite, dann habe ich ja in Wirklichkeit hier Cosinus Phi abzuleiten. Die Ableitung von Cosinus Phi nach Phi ist minus Sinus Phi. Also hätten wir hier E Phi oder na, schreiben wir es anders hin. Schreiben wir direkt hin, was es ist, nämlich dr nach d Phi ist also nichts anderes. Wir schauen zuerst die x-Komponente an. Da bekommen wir aus der Ableitung des Cosinus einen Minus Sinus. Also wäre das Minus Rho mal Sinus Phi. Ableitung von Sinus ist Cosinus, also plus Rho mal Cosinus Phi. Hier fehlen noch die Einheitsvektoren dazwischen. Also hier kommt ex hin. Das ist jetzt der Term mit dy. Und das ist es auch schon, weil z ist ja z und dz nach d phi ist 0, also käme hier einfach noch 0 mal ez hin.
Und ja, wir lesen ab, was der Betrag von diesem Vektor ist. Dann nutzen wir aus, dass Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat gleich 1 ist. Und dann sehen Sie sofort, dass die Länge dieses Vektors eben Rho ist. Das heißt, E Phi in Zylinderkoordinaten ist eben nichts anderes als minus Sinus Phi EX plus Cosinus Phi EY. Und ja, wenn wir auf die andere Seite schauen, diesen Ausdruck können wir uns ja mal einrahmen, wenn wir auf die andere Seite schauen, dann sehen Sie, dass die Phi-Abhängigkeit genau identisch ist. Das heißt, bei den Ableitungen wird hier auch im ersten Term wieder ein Minus, also aus dem Term kommt ein Minus Sinus Phi, aus dem kommt ein Cosinus Phi. Das Einzige, was hier unterschiedlich ist, ist, dass hier vor eben andere Faktoren stehen. Und wenn Sie dann die Länge ausrechnen, dann sehen Sie auch, dass sich zunächst mal hier das wieder entsprechend dass in der Z-Komponente die Ableitung wieder wegfällt. Und ansonsten hier natürlich wieder ausgenutzt wird, dass Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat gleich 1 ist, sodass dann das, was da vorne steht, das R Sinus Phi als direkt der Betrag ist. Das heißt, hier kommt für E Phi wieder das Gleiche raus. Auch hier gilt minus Sinus Phi EX plus Cosinus Phi EY. Das schreiben wir uns jetzt auf der nächsten Seite auch nochmal hin. Das heißt, es geht nach wie vor darum, was ist denn das Integral 0 bis 2 Pi E Phi D Phi. Das ist gleich Integral 0 bis 2 Pi. Und jetzt würden wir formal das einfach mal einsetzen. Also minus Sinus Phi EX plus Cosinus Phi EY D Phi. Ja, und an der Stelle können Sie jetzt die Eigenschaft des kartesischen Koordinatensystems ausnutzen, dass nämlich das EX und auch das EY tatsächlich konstante Vektoren sind, ne? Also EX ist nicht ein EX von R und EY ist eben auch nicht ein EY von R, sondern diese Einheitsvektoren sind alle gleich. Und ja, wenn man jetzt das Integral noch hier an der Stelle auftrennt, da zwei Summanden draus macht, dann ist klar, was da steht. Da steht nämlich dann einfach EX mal Integral 0 bis 2 Pi und dann eben minus Sinus Phi D Phi und plus EY Integral 0 bis 2 Pi Cosinus Phi D Phi. Ja, und diese Integrale hier und hier, die sind natürlich einfach. Das sind Sinus und Cosinus über eine Periode, über eine komplette Periode integriert. Da müssen wir also jetzt uns gar nicht die Mühe machen, die Stammfunktion hinzuschreiben, die Grenzen einzusetzen und so weiter. Sie wissen schon, dass Sinus und Cosinus über eine Periode integriert gerade eben jeweils den Wert 0 ergeben. Das heißt, an dieser Stelle sehen wir, dass das Ergebnis tatsächlich 0 mal EX plus 0 mal EY ist. Das heißt, das ist einfach der Nullvektor. Und zur Erinnerung, das ist natürlich ungleich 2 Pi E Phi, was ja anfangs als mögliche Antwort herausgekommen wäre, was wir dann wieder durchgestrichen haben. Gut.
Das ist eine einfache Rechnung. Ich glaube, der kann auch jeder so folgen. In unterschiedlichen Kontexten taucht das immer wieder auf, dass Sie im Integral die Einheitsvektoren von krummlinigen Koordinatensystemen stehen haben. Bei uns typischerweise Zylinderkoordinaten oder Kugelkoordinaten. In diesen Fällen müssen Sie natürlich immer beachten, dass das Funktionen von R sind. Ich schreibe das auch nochmal hin. In krummlinigen Koordinaten dort sind die Einheitsvektoren Funktionen des Ortsvektors. Und deshalb müssen Sie eben aufpassen und dürfen das nicht leichtfertig an den verkehrten Stellen vors Integral ziehen. Gut, das war diesmal, glaube ich, ein kurzer Beitrag. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.